Noch Erinnere mich ein da gerade Grund weiter, nicht. nicht in die Sick Bay zu gehen. Wenn der Doktor dich da exekutiert in der Sick Bay. So, wir können jetzt gleich wohin gehen, oder? Genau. Ja. Und es kommt ein neuer. Also, Wahrscheinlichkeitstheorie ist, dass er jetzt so einen Scheiße kriegt, auf alle Fälle. Naja, ich würde dann auch nicht gern ziehen wollen. Also, wenn ihr jetzt Executive Order auf Hagar spielt und er fliegt schon raus. Also, wenn ihr Executive Order auf mich spielt, wäre das richtig nice. Aber nee, dann move mal, wo move wir dann hin? Aber ich weiß halt nicht, ob du was hast. Ich habe so viele also Sachen, die ich mag die Main Batteries immer noch, aber ich weiß nicht, ob die jetzt so sinnvoll sind. Wahrscheinlich, also wenn hier der Base-Star spawnt, dann sollten wir den wahrscheinlich schnell ausschalten, bevor der neue Raider spawnt. Das wäre so meine Taktik. Fangen wir mal von vorne. Wo seht ihr jetzt am besten? Also was du machen könntest? Kann er das, gell, von der Sigbit direkt auf Pegasus? Klar. Ja. Musst nur eine Karte ich sehe dich da, ich weiß nicht. Könntest du den, halt denkt, den Engine rum aktivieren, oder? Ich weiß nicht, ob Engine... Ja, oder Pegasus ist schon okay. Communications, die zusammenziehen, oder... Ja, Command ist gerade kaputt. Stimmt, du hast noch eine Aktion, oder? Ich weiß nicht, willst du noch die Aktion ausführen, sinnvoll? Na, die Aktion hätte jetzt nicht ausgeführt, sondern... Achso, er geht schon mal, dass er schießen kann. Das ist auch gut. Genau. Sondern ihr legt jetzt mal einfach da daneben, weil ich vergessen werde. Und der Doc kann was wieder. Ist mit den Karten da oben? Ja, die. Na, die eine ist weit, die andere ist neu. Vielen Dank, vielen Dank. Auf alle Fälle kann der Doc wieder mal raus. Ah ja. Dann bewege ich mich. Ja, aber es hilft euch. Warum? Also, Weapons-Communication macht... naja, ja, mach, was du denkst. Ich weiß es auch nicht. Ich denke, ich bewege mich ins Weapon-Control und benutze meine Fähigkeit Treatment auf den Admiral. Ja, genau. Dass ihr ein paar Karten zieht, ein paar neu. Habt ihr euch... Seid ihr Best Buddies geworden, als ihr im Krankenbett nebeneinander lag? Ja. Helft mir, ich Aber der Admiral hat sich ja auch selbst verwundert, indem er sich in den Raum gestellt hat, wo der Base da getroffen hat. Genau. Die habe ich gerade von da gezogen. Oh ja, das ist doch interessant. Ich gebe dir einmal die Karte hier. Und... hier. Und das war's. Ja, damit ich, ne? Jo, die no. Crisis. Ach ja, ich vergesse immer die Crisis. Das ist ja einfach nicht wahr. Das ist auch immer was Negatives auf der Crisis. Yeah, außer, das ist cute. Außer für Zylonen. Oder wir ziehen jetzt halt gleich die rein. Also die Frage ist, kommen wir schon wieder. Wir haben ja wieder ein Skillcheck mit Gelb und Grün, ne? Ja. Also, ich kann dann nicht wirklich was machen. Also, ich kann ja, auch gut, aber. Also, der Punkt ist, es wäre halt nur minus ein Moral. Also. Das andere ist minus. Ich könnte noch Mittel beitragen, aber es wird. Nee. Ja, bisschen was könnt ihr auch machen, ob sie das auszahlt. Also, eigentlich eher dich. Also, wenn wir den Skillcheck machen, würde ich davor gerne Karte ausspielen. Ich würde ja, erst muss er erst noch sehr, sehr ungern. Nein, wir machen dann nicht. Ist okay. Wir machen dann nicht. Ist okay. Dann. Oh, aber ein Weiter hier. Ach, minus genau. Zwei Moral ist aber auch krass halt. Ja. Ben, du darfst würfeln. Ja, da kannst du lieber eine Moral nehmen. Manchmal. So, okay. Ein Raider. Macht den schon? Manchmal muss man einen Hit nehmen. Ne? Und dann ist Hacker. Komm, ich geh Gaga. Oh, ich krieg zu viel. also Kakandu kann er dann Sachen machen. Und oh, er muss ja, noch kommt noch ein ziviles Schiff, Kakandu? Bitte? Kommt noch ein ziviles Schiff? Nee, noch nicht, er ist Darker. Da genau. Kommen noch zwei zivile Schiffe, das wisst ihr.
Ja, und Kommen da die. hier, ja, kein, Jetzt habe ich. keiner irgendwas macht in dem Laden, Habe ich gehe ich jetzt. jetzt hier hin Ich habe mal eine und Frage, repariere. wenn die zwei zivilen Schiffe da spawnen auf dem Tracker, kommen die dann in einen oder kommen die da einzeln in den anderen Sektor? Wo kommt der Marker hin? Wieder hier rein? Nee. Ja. Ja? Der wird reingemischt. Einfach reingemischt, Ka ja. Unreal. okay. Ka kann du, wenn der Also, Kack. Wenn er die du musst. zwei. Also, du musst die da platzieren, wo noch kein Schiff ist. Wenn du da ein Schiff hinplatzierst, kannst du da keins mehr hinplatzieren. Also müssen die gesplittert werden, sozusagen. Ja. So, ich habe das Command-Ding jetzt repariert. Ich hoffe, die anderen machen auch mal was Produktives. Oh, dann Crisis. Wer da Okay. schießt, muss ich kurz gucken, was das nochmal heißt. Die mit dem Siegbär ist halt wirklich gut heute. Dann Santa Current Player to Sickbay. Launch oder aktivieren Also Command wieder. ihr könnt mir gerne in die Sickbay senden, wenn ihr mich dann mal aktivieren würdet, dass ich hier mal vernünftige Aktionen machen kann. Also, wenn wir ihn halt eh aktivieren müssen, bevor er wieder dran ist, weil, also ich glaube, wir müssen ihn halt eh aktivieren, dass er, bevor er wieder dran ist. Ja, dann können wir ihn noch in die Sickbay schicken, ja? Ja, so würde ich das jetzt halt sehen, oder? Ich weiß, also. Also wie schon gesagt, ich habe so viel Scheiß, den ich noch erledigen kann. Wen willst du denn auch in der Sickbay? Den Piloten. Der mit Also wir mit müssen der den ja eh, Sneak. also Mit er muss ja der. hier raus, um das zu verteidigen, weil hier sind drei Raider, oder? Also das seht ihr schon halt. Also die kommen halt nach Jetzt habe ich. Kakandu. Also jetzt kommt der, geht auch wieder ein vor, oder? Ja, der geht jetzt ein vor und das heißt, das Zeichen ist, dass eine Base da spawnt in dem Feld. Sogar bei Echt? mir. Okay. Also es wird halt langsam, brauchen wir unser Piloten draußen und nicht Command reparieren. Das macht ja sonst keiner. Ja, ich weiß halt nicht, ob das jetzt so wichtig war. Ja gut, Ja, ich hab aber schon. ich sag mal, den Hangardeck reparieren war ja auch nicht ganz so falsch, ne? Also, ja, Hangar reparieren war doch super, aber warum Command reparieren? Wir hätten jetzt Hangar, müsste jetzt hier draußen stehen. Würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, das wäre seine Rolle. Und er hätte sogar rausfliegen können und schon Schiff evakuieren können. Ich Ja, fände, der das hätte Punkt uns. ist aber, wenn der Command aktiviert wird, ne? Also wenn jetzt der Command aktiviert wird, dann kannst du die Schiffe rausschicken und dann kannst du, wenn du nochmal aktivierst, wirst gleich zwei Schiffe evakuieren. Das ist halt der Gedanke dahinter gewesen. Ja, aber du Und siehst schon, unsere Schnelle hier, die kommen in zwei Runden halt, ja? ja, es ist mir bewusst, aber ich kann nicht alles alleine machen auf diesem Also, Spielbrett. ja, aber schau Pass mal, auf. überleg doch Kurz. mal, jetzt ist Hagar, jetzt warst du dran, ja? Haben wir Jetzt geht nicht. der Pursuit-Tracker ein nach vorne, oder? Haben wir nicht noch einen zweiten Piloten Und eigentlich? dann, nachdem Kakandu dran war, kommen die Raider. Das heißt, sobald hier Nils dran ist, der kann dir frühestens Executive Order geben. Und danach kommen sofort die Raider. Das heißt, du hast ziemlich wahrscheinlich schon mindestens ein Schiff zu Tode verurteilt. Ich Also, sehe es anders. Also es kann auch gut ich ausgehen. sehe es so, dass wir Command brauchen, weil ich nicht immer überall, also der Punkt ist, es kommen Hat noch dann die mehr von Diskussion den. gerade Einfluss auf die Entscheidung hier? Nee, wir können weiter. Ich find's nicht perfekt halt, ja. Ich Ja, find's nicht schlimm, aber ich find's nicht perfekt. also schick kurz ihn. gefasst, auf lange Sicht hat Hager seine Reparatur mehr gemacht oder auf kurze Sicht hättest du rausgehen sollen, denke ich mal. Ja. So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Also der Ja, aber wie schon Präsident gesagt, der kann Punkt nichts ist, der ich, machen der, für es uns kommen ja immer. noch, ich muss ja noch mehr zivile Schiffe platzieren. Und wie soll ich die alle, wenn mit immer nur einer Aktion pro Runde, wie soll ich die alle wieder evakuieren? Also wieder nach Hause geleiten? Das kriege ich alleine nicht hin. Ich brauche noch jemanden im Command, der da mithilft. Haben wir Und wenn der nicht Command Executive kaputt Order? ist, ja, so viel Executive Order kannst du gar nicht spielen. Also, was tust du, Admiral? Ich würde sagen, weil der so aufmüpfig ist, auf jeden Fall Was in die Sickbay. sagt der Präsidentin da über unsere Moral? Also ich sage, wir sollten ihn in die Sickbay schicken, weil wir ihn eh aktivieren werden, bevor er wieder dran ist. Und deswegen ist das eigentlich umsonst, oder? Ja, Ja, wir das. verlieren halt Anzug, der Nee, wichtig wir sein verlieren keinen könnte. Zug, oder? Ja, durch die Ermächtigung. Ja, aber also ich Ja, aber denke halt welchen nur, dass wir ihn Reiter wolltest du ermächtigen denn? müssen, Naja. bevor er wieder dran ist. Also sonst können wir die Schiffe, glaube ich, halt abschreiben. Und was wolltest du denn Wichtiges machen? Dö, 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 dö. Okay, dann darfst du. Wer war gerade dran? Hagar, ne? Hagar, dann darfst du würfeln.
wo die Base da spawnt. Ach ja. In der 4. Ah, das geht auch noch relativ nah zusammen. Und du darfst noch 2 Zivilschiffe platzieren. Ach, das ist ein Dreck. Mach bei 1. Achso, du musst 2. Auch noch splitten? Ach du Scheiße. Ja, deswegen. Also ich weiß nicht, wie soll ich die alle jetzt überall geleiten? Selbst wenn ich jetzt draußen wäre. Jump Rap habe ich jetzt gerade gemacht. Ich sag mal, wir hätten auch noch einen zweiten Piloten. Halo könnte unter Umständen auch rausfliegen. Ja, oder kann das? Theoretisch kann er das machen, ja. Kann er machen, wenn er möchte. Oh, das ist natürlich spannend. Spannend, sage ich euch. Was ist spannend? Ich denke mal, macht es jetzt noch so viel Sinn, in der Runde Vipers zu launchen? Ja, auf jeden Fall. Naja, wir sind kurz vorm Sprung. Das würde eventuell eine Aktion zunichte machen. Ja, aber ich sag mal so, wenn du jetzt die Vipers launchst und der nächste Spieler geht auf Command, dann kann der auf jeden Fall 2 Schiffe evakuieren. Dann müsste er, ja, das können wir sogar actually machen, dann kann auch mal Alan Tai ihre Fähigkeit benutzen. Dann machen wir das, dann gehe ich in Command und launche 2 Vipern. Zwei Viper. Und das war's, genau. Crisis. Okay. Ja, ist schon wieder gelb. Schon wieder gelb und grün, ne? Fuck, das ist ja, ich werf meinen letzten Rest dazu rein, dafür die 6 Plus sollten wir ja schaffen dann. Ich würde den schon gern parsen wollen. Ich spiele da vorne Karte. Würde ich gerne machen wollen. Ja, ich denke schon, das macht Sinn, das zu parsen, ja. Dann mache ich den Reckless. 8. 8 kriegen wir hin, oder? Also ich kann nicht allzu viel beitragen. Ich sehe mich da eher im unteren Bereich. Ich werf meinen letzten Rest rein da. Was ist das? Wie viel ist das denn jetzt? Ja, eher wenig. Wenig, okay. Ja, wenig bis mittel. Ich kann gar nichts rein. Ich kann gar nichts reinwerfen. Das sind einfach die falschen Farben. Ihr war nicht mehr recht für. Also ich hätte mir meine Karten eigentlich gern aufgehoben, aber... Ja, ich werf die also rein, weil... Ich würde sehr gern Hagar überprüfen, ich sag's, wie es ist. Ja. Kannst du machen, würde ich an deiner Stelle aber sein lassen. Ich guck danach, egal was du sagst. Ja, okay. Wenn Hagar jetzt nicht mal negativ reinlegt. Hab, du bist Ja, ich. Ja. Also zweimal mies drinnen. Das war's, oder? Okay, ja. Du, wie viel kannst denn du? Geht. Okay, dann mach ich nix. Tage? Ich leg nichts rein. Ja, ich hau rein, was geht. Also vielleicht hast du Glück, aber... Ja, wenn's, ja ich denke mal, wenn's 6 das die Decke nicht hart. Wenn es 6 plus ist, ist ja auch okay. Plus 2, plus 3, Skillcheck. Okay, Moment. Skillcheck. Aber da ist ja nichts mit Skillcheck. 2, 3... 4, 7. Ein Punkt hätte gefehlt. Ein Punkt, Jungs. Oh Gott. Möchte noch jemand da was machen? Da gibt's diese grüne Karte, ne? Da gibt's eine grüne Karte für. Ja, liegt drinnen.
Ja, Declare Emergency, ne? Ich sehe das als, es möchte keiner mehr was machen. Ne, geht leider. Ich bin enttäuscht. Discard all 5 and 6 Strength Cards from the Skill Check ist egal. Und each ist auch egal. Warte. Ich hab den schon gefragt. Die zählen doppelt, also zählt die. Zählt die. Ach ne, die war ja. Hab ich ja. Die ist ja 0. Deswegen ist das ja egal. Ah, ne, doppelt. Achso, ja, ne, das macht keinen. Die hast du ja vorher gespielt, die Reckless-Karte. Ja. Ja, tut uns leid. So. Hat Haga nicht erst noch gesagt, dass er noch doch was beitragen könnte, aber nicht möchte? Ich habe ganz von Anfang an gesagt, dass ich nichts beitragen kann. Ja, er hat wirklich gesagt, er kann nichts beitragen. Okay. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich massenhaft grüne und gelbe Karten ziehe. So, das ja, heißt, ja, okay, das ist ein guter Punkt. Die Jungs greifen jetzt an. Alles bewegt sich rüber. Hey, bewegen weißt sich rüber, angreifen tun sie noch nicht. Ja, doch, ist soweit. Ja, aber ja, das rüberbewegen ja, aber noch keine Activation. Das stimmt, ja. Der Raider. Das wird ja spannend jetzt. Ja. Ich hoffe, ich komme aus der Sick Bay. Von wem war die Crisis-Karte? Von mir. Ja, ich bin dran. Wir sind noch nicht so weit im Jump-Marker, oder? Mir bitte? Sind wir schon einen weiter im Jump-Marker? Nee, ich habe den gerade einen vorbewegt. Also, ich meinte, ich hatte den davor einen vorbewegt, bevor du den also bewegst. Die erste Karte war Familiar Face, oder? Wo wir neu waren. Ich gucke mal. Ich kann einfach mal kurz alles zusammenzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warte mal. Nee, irgendwas passt da nicht. Warte mal, die erste war die, dann zweiter Einsprung, Zweisprung, Dreisprung, Viersprung. Warte, ich... zwei, drei, okay, nee, wir sind ein weiter, so. Okay. Ich kann schon mal ziehen, ne? Ja. War das nicht der Ancient Room A? Gut. Das ist sehr gut. Ich meine, das kommt dann immer mehr zusammen, aber... Welcher Room? Also der Engine Room wäre interessant jetzt, ja. Ja, wir können... Aber wir würden das Problem halt verzögern, ja. Es wird ja, immer schwer. Also wir können... Ja, wir können halt die Schiffe... Ja, aber werden die nicht dann vom Bord genommen? Ja, aber die kommen halt dann wieder nach da in die Reserve und dann kommen die einfach wieder halt. Oh, das ist anstrengend. Das werden halt mehr und mehr. Sobald halt noch zwei Heavy Raiders spawnen... Ja, du kannst mich auch, also ich habe mittlerweile so viele schöne Karten, wenn ihr mich jetzt rauslaunst, dann geht das, ist Attacke. Also wir können entweder den Piloten starten oder wir können auch springen, das wäre die zweite Variante. Also das Gefährlichste wäre halt, dass die Base-Stars sich aktivieren, oder? Dann würden wir halt zwei Schaden bekommen vielleicht. Ich würde die Raider... wenn der Pilot rausgeht und die Raider angreift mit Executive Order, dann wäre das ja geklärter, oder? Ja, dann ist das geklärt. Theoretisch wäre das möglich. Dann gehe ich dahin. Aber ich sehe halt auch hier den Angel Doom als sehr gut an. Also ich kann mich auch irgendwo bereitstellen. Das können wir auch machen. Ja. Ja. Ist halt die Frage, wo ich mich dann hinstelle. Ich würde mich sonst zum Dock stellen, weil ich dann noch Karten ziehen könnte. Mit meiner Special-Fähigkeit. Ja, klar. Das wäre auch gar nicht so schlecht. Und da könnten wir dann auch evakuieren anfangen. Oder euren Piloten mal rauslassen. Oder unseren Piloten rauslassen. Das wäre auch schön. Ja, ich spiele Executive Order auf den Piloten. Das ist sehr nett von dir. Dann darf ich mich jetzt in den Hangar reinbewegen. Kann mich da rauslaufen. Sehr gut. Und dann habe ich noch eine Action, ne? Genau. No. Dann spiele ich die hier. Maximum Fire. Dann ja, greif mal an. Fang ich mal an. Das ist der erste, der zerstört ist. Einer zerstört. Der ist nicht zerstört, dann würfel ich, mache ich für den nächsten Wurf, spiele ich die hier. der ist zerstört, das reicht, oder? Ja, stimmt.
Ja. Legendär. Das war der letzte, ne? Ja, ja, das war's. Legendär. Egal, zwei vernichtet ist auch in Ordnung. Und Crisis. Achso, warte mal. Ah, die kann ich nicht mehr spielen, das hätte ich vorher machen müssen. Ich bin ein bisschen dumm. Warte, ist die Executive Order, ist das eine Action? Das ist eine Action, ja. Ah, okay. Also kann ich meine Spezialfähigkeit nicht nutzen, dann schade. Achso, warte mal, das ist Movement. When you end your movement. Okay, dann also das ist keine Action. Dann kann ich dir also noch eine Karte geben und noch zwei ziehen, ja? Ja. Wo bist du denn? Oben, genau über dir. Ach, du bist nach mir dran. Ah. Die Präsidentin hat die Ehre. Danke, danke. Jetzt ziehe ich noch zwei neue, ne? Mhm. Ja. So. Riots. Admiral chooses. Und die Base da schießt. Ach, die Riots-Karte haben wir nicht gedacht. Ja, das letzte Mal das Spiel verloren. Warte, wenn ich Karten ziehe, kann ich die nur aus meinem Dings ziehen, ne? Aus meinem Skill. Ja, ja, klar. Ja, aber Food und Moral haben wir ja noch en masse, würde ich sagen, ne? Ja. Population haben wir auch an Maß, aber Fuel ist halt ein bisschen schon, knapp. Und Fuel ist immer für die Sprünge wichtig. Ich würde nicht Fuel nehmen. Sag am besten an, was du nimmst, halt, ja. Das erste. Ja. Ja, Food und Moral muss dann derjenige machen, der das sonst bewegt. Aber wir sind gesprungen, oder? Wir müssen noch Destination-Karten und so ziehen, ja. Und die greifen noch an. Ich habe schon viel zu früh gezogen, egal. Warte, ich muss ja, noch nicht. Ich muss noch eine Karte abwerfen gleich, ne? Nach dem Skill-Check. Ja, ja, kannst du ja machen. Also wer war denn jetzt dran hier? Ich bin dran. Nee. Nils ist dran, sorry. Ja, Nils leckt immer so, ich würfel mal, okay? Ja, würfel einfach. Ist ja egal, wer. Nein, ist nicht egal. Also ist nicht egal, wer würfelt. Ich werf. Ich werf. Er gewürfelt. Zurück in die Sickbay. Ist halt nicht egal, wer würfelt. Tut mir leid. Ich werfe eine Treachery-Karte ab. Das war der Erste, jemand ne? anders würfeln. Nein, der hat nicht würfelt! Warum? Was ist das? Admiral's Quarter, oder? Okay. Boah, zwei kritische Treffer, ey. Alter. Wieso? Das tut weh. Ach, jetzt hast du zweimal geschossen, zweimal getroffen. Das ist ja klasse. Hm. Aber wir jumpen jetzt, oder? Ja. Wir jumpen, ja. Oh Gott, jetzt bin ich. Sickbay we go. Jetzt bin ich auch noch in der Sickbay, ja? Ihr seid ja echt Freunde. Nein, ich will nicht aus meiner Viper. War nur ein kurzer Ausflug. Ja, aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Weil jetzt ist die Command schon wieder im Arsch. Ey, das gibt's auch nicht. Ein Fuel und ein Moral verlieren, ja, okay. Hat der Admiral das obere gewählt, ja? Ich habe mal eine Frage, muss ich jetzt den ganzen Scheiß wieder reparieren oder macht ihr das? Die Frage ist, ob der Doc Repair-Karten verteilen kann. Ich glaube, alle anderen ziehen keinen Blau. Hat Kakando letztens jemand Karten gegeben? Nee, oder? Doch. Doch, er hat mir Karten gegeben und ich habe einmal repariert. Okay. Letzte Runde habe ich dem Admiral Karten gegeben. Okay, ja, der ist ja dran.
Alan, Ty und Doc. Also ich glaube, da oben könnt ihr uns da gerne nochmal vorbeischauen. Da sollte jemand vorbeischauen, weißt du? Mhm. Sicher? Hast, war ja, es nicht so, dass ich das nicht das soll? Beste, aber es ist. Dann nimm doch lieber das daneben. Das President Office. Weil drei Skillkarten kannst du ja wohl entbehren. Wenn es versagt. Ja, das andere, ja. Kannst auch das andere nehmen, aber wenn du in der Brick landest, darfst du halt nicht hier, Mann. Hat das nicht jemand von euch hingelegt? Ja, ich. Ja, das muss ja dann gut sein. Aber jetzt brauchen wir das unbedingt. Also, ja. Nee, dann brauchen wir ja ich noch müsste nicht. Mich halt bewegen, diese Runde. Und ich, also unser Doc muss halt, glaube ich, ziehen. Ja, dass er dem und irgendwie. Wir brauchen halt gewisse Karten, ich glaube. Also gewisse Karten sind, sind also Zerik, da. Zerik ist okay, sagst du. Mhm. Ja, dann würde ich da hingehen. Dann löse ich den aus, oder? Ja, löst du den aus. Ja, ich muss den jetzt, kann ich den direkt umdrehen, du musst oder? Umdrehen, ja. Ach, gut. Der kommt jetzt wieder hier rein irgendwo, gell? Der nee, kommt, ich hab den hier zur Seite gelegt. Genau, der kommt zur Seite und wenn der leer ist, wird zusammen zurückgemischt. Ah, und ich lege jetzt meinen rein, gell? Umgedreht. Genau. Und es kommt, kommt ein neuer, oder? Alles gut. Ich hätte noch den ausfüllen müssen, gell? Achso, ja, You may lose one population to gain one of any other resource. Brauchen wir irgendwas schon? Soll ich irgendwas? Weapon Control. Moral vielleicht? Weapon Control. Oder ja, soll ich es lassen erstmal? Population bekommt man, glaube ich, so schwierig wieder halt. Ja, aber Population haben wir halt echt viel. Also ich würde schon die Moral führen. Ja, aber da würde ich doch eher Fuel nehmen, oder nicht? Fuel verlieren wir doch eher, oder? Also es gibt so viele Skill-Checks, wo Moral dabei ist. Also ich würde... Ja, drehen wir den erstmal um, damit er jetzt nicht beeinflusst. Ich enthalte mich. Ich mach ein Fuel mehr. So, jetzt kommt hier auf dein Dingens und Dingens drauf. Beim Control. Wir müssen token. Ja, okay, da können wir halt lustig hin und her switchen. Wo ist der? Weapons Control. Die scheint auch ziemlich nett zu sein. Mhm. Genau, und ich spiele jetzt Executive Order auf Kakandu. Nice. Vielen Dank. Wie viele Extra-Züge hast du, Jacob? Drei. Drei war für trotzdem noch in der Sick Bay, ja. Es ist einfach, es ist ein Fluch, dieser Charakter. Er ist einfach ein Fluch. Ja. Dann bewege ich mich mal. Der Jump Marker ist bei Start, oder? Ja. Okay. Ich bewege mich mal in den FTL. Und ich. Wie viele Karten hast du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich ziehe bei Hagger Karten. Okay. Und gebe dir 2. Hagger muss schon wieder reparieren. Ja, ich habe einfach viel zu wenig. Ja, also das, was mich ein bisschen abfuckt, auch diese Nörgelei von vorhin, von wegen, ich habe nur 2 Marker auf der Hand und ich bin jetzt in der Sickbay. Ich habe 3 Marker auf der Hand und ich sehe noch nicht, dass ich irgendwann mal einen Charakter treffe, um meine Marker loszuwerden.
Es sei denn, der ist zufällig in der Hangar B. Na, wo schon zwei waren. Das war's, dann kommt eine Crisis. Ja, aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Das Skillcheck. Ist halt das Problem, wenn er dann. Ich darf schon wieder auf eine Karte schauen. Ja. Oder zwei Moralen. Kann nicht wirklich was machen. Ich sehe mich da auch eher weniger bei dem Skillcheck. Warte, wessen Skillcheck ist das? Meiner. Aber ich kann halt eh nicht choosen. Wie wichtig ist es denn, dass der durchgeht? Dann hast du schon wahrscheinlich ist halt nur ein 7er und ich kann halt eine Loyalitätskarte anschauen. Er muss durchgehen, weil ich cool ein Player bin halt, ja. Also minus 2 Moral zu opfern beim 7er Skillcheck ist halt schon Quatsch, glaube ich. Ja, also, und wie sieht das mit dem Beitrag aus hier? Kann er nicht. Also ich kann Mittel beitragen. Er kann nicht choosen, ist sein Charakter. Naja, das weiß ich. Nein, die Frage war mit dem Beitrag, also weil ihr gerade irgendwie alle, das klang so, als ob keiner von euch da was machen könnte. Also ja, ich kann Mittel beitragen. Ja, ich kann ja sehr gut zu beitragen. Reicht der dann schon fast? Ich kann, ja. Ja, reicht fast. Also ich kann da, ich würde da nicht gern beitragen wollen. Weiß nicht, Nils, wie viel du investieren willst? Ja, ich würde das sehr gut dann reinlegen. Also wenn du noch ein bisschen was reinlegst, dann sollte das durchgehen. Boah, ist halt die Frage, was immer in diesem Destiny-Deck ist. Das ist immer noch das alte, ne? Das heißt, ich weiß nicht, ich habe die letzten jetzt gar nicht gezählt, aber beim letzten was Blaues dabei? Ja, ne? Habe ich nicht drauf geachtet. Also ich glaube, eine blaue Karte müsste noch drunter liegen und dann eventuell eine gelbe und eine grüne. Oder grüne. Also jetzt nochmal wenn ihr noch so eine Karte spielen könntet mit diesem Blau drauf, wäre vielleicht ganz nice. Ja, gut. Das war halt meine Frage, wie gut das bei euch aussieht. Aber dann ist, glaube ich, halt gut. Also wenn ihr richtig gezählt habt, sind da jetzt auf jeden Fall alle Karten positiv, oder? Stimmt. Ja, sollten alle Karten positiv sein. Kando, ist das so? Ich habe aufgehört ab der Hälfte, weil ich mich verzählt hatte. Ich mal, also wenn ich richtig gezählt habe, ist orange durch, es ist lila durch, es ist rot durch. Rot weiß ich auch noch mit Sicherheit. Ja, und ich meine, ja, ich bin mir sehr sicher, dass die beiden positiv sind damit. Ja, aber wir sollten da nicht rumspielen mit der Moral, also. Ja, aber, also Nils, du kannst jetzt sagen, dass du halt 3 rüberlegst und kannst, ja, so viel, ich weiß nicht, wenn du halt einschätzt, dass du die alleine machen kannst, dann würde ich dich alleine lassen, sonst würde ich dir helfen. Zack, oder soll ich, wollen wir beide Mittel machen, ich weiß nicht. Ja, wenn das Destiny-Deck positiv ist, dann mache ich das alleine, aber sonst nicht. Also wenn du ein bisschen was reinlegst, wäre nicht falsch. Ja, ich leg dann sicherheitshalber was rein, ja. Also okay, wer fängt an? Also wir legen sowieso nur wir beide, oder was? Ja, Ben fängt an. Ja. Hagai, ich würde eine Karte dazulegen. Echt? Also, ich würde eine Karte dazulegen wollen, ja. Okay. Ja, mach das. Dann Ellen. War es das? Ja, ich denke nicht mehr ran. Ha, richtig gezählt. 1, 4, 8, 12. Ja, okay, das hätte ich nicht anlegen müssen. Aber geschafft. So. Ja, besser. I just want to be safe. Besser. Wie ist da, du mir so geholfen hast, wen würdest du denn gerne überprüfen? Ja, wen hatten wir? Wen hattest du denn schon? Den Admiral hat's ja schon geguckt? Also ich hatte schon Ben, der ist Mensch. Ich würde immer noch gerne den Kerk überprüfen. Meine Meinung. Ich würde davon abraten.
Das kann halt explodieren. Denkst du dann Kakandu, Hagar, oder? Ja, also Kakandu ist schon interessant, was er teilweise macht. Also wie erpicht er darauf ist, seine Marken loszuwerden. Aber ansonsten hat er sich noch nicht verdächtig verhalten. Ja gut, das ist ja, also ist ja nicht... Meine Marken sind, ist ja nicht... Meine Marken ist ja nicht falsch, wenn die alle... Wenn die alle rot sind, dann muss er die auch irgendwie loswerden, ohne, sonst stirbt er ja. Ja, aber er wirst sie ja los, indem du die auf neue Karten platzierst. Aber der Punkt ist halt, wenn du dich als Zylone revealen willst, musst du die vorher loswerden. So. Ja, es kommt drauf, ja. I see your point. Deswegen, und ich bin noch nicht in Angstschweiß ausgebrochen, obwohl ich immer noch meine 3 auf der Hand habe. Vielleicht hast du auch einfach nur... Vielleicht hast du auch einfach nur 3 rote und das macht dir als Zylone nichts. Ja, es geht nicht um die Menge, es geht darum. Also, naja, wenn du 3 rote hast, dann bist du komplett fein raus. Oh, und wenn ich als Mensch 3 blaue habe? Dann bist du auch komplett fein raus. Weil alle Menschen tun vor dieser Phase alle blauen abwerfen und Zylonen alle roten. Ah, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, okay. Also, wenn du 3 rote hast und der Zylone bist, dann kannst du auch so reden, denn. Ja, okay, das habe ich nicht mitbekommen, das wusste ich nicht. Ja, ich würde jetzt trotzdem Hagar überprüfen, weil er, glaube ich, als Pilot schon eine vitale Rolle spielt. Also, viel Spaß damit. Kannst gerne Hagar überprüfen. Also, ich habe auch kein Problem, meine Karte zu zeigen sonst, aber das hat er vorhin schon gesagt. Ja, ich hab davon abgeraten. Ihr wolltet ja nicht hören. Nur mal so als Verständnis, wenn jetzt hat eine, da musst du ja, er muss sie revealen. Das steht da drauf. Wird jetzt lustig. Okay. This card is executed. Then the player who executes this card is executed. Ja, ich hab ja gesagt, er revealt sie nicht, aber nein! Okay, Miss President. Loyalitätskarte auflegen. Sie werden getötet. Ich bin Zylon. Ja. Ach, wir haben einen Zylon exekutiert! Ja, das ist lustig jetzt. Sehr schön. Das freut mich. Ja, dann hast du es genau richtig gemacht. So sollte das laufen. Ja, ich kann... bekommt ihr trotzdem jetzt die Fähigkeit da, oder nicht? Welche Fähigkeit? Also exekutiert? Ich verliere jetzt eh alles, oder? Du verlierst deine ganze Hand. Und ja, die Aktion ist das, gell? Das ist eine Aktion. Ja. Das ist eine Aktion. Wer wird Präsident? Ich, oder? Ja, der Doc stand auch irgendwo auf der Liste. Ah, nee, aber du bist ja relativ weit oben mit Präsident. Wer bist du denn? Ellen Tyler. Ellen. Ja, ist Platz 7. Was? Dieses Slut? Dieses Slut? Also, ja, es ist halt echt ein ekliger Charakter, ganz ehrlich. Ja. Ich habe alles für euch getan. Ja, nein, du hast es genau richtig gehandelt. Und ich hoffe, deine beiden Marken auf der Hand sind beide negativ für dich. Aber weil wenn ich 2 habe, werden die doch eh discarded, oder? Ist doch egal dann. Hm? Ja, 2 werden eh discarded. Hast du noch Quorumskarten? Ich hab die, glaube ich, wo habe ich den gemacht? Da liegen die, da. Sehr schön. Das war jetzt ganz schönes Pech. Nein, das ist genau richtig gelaufen. Ich freue mich richtig. Aber ich weiß nicht, ob ich dir jetzt vertrauen kann, ob da ein schöner Marker drunter liegt. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich haben wir den ganz schön überrumpelt. Sehr schön. Ja, die kriege ich wieder auf die Hand. Falls der nächste nochmal meine Karten sehen möchte. Kriegst du nicht eine neue? Nee, da steht Then reshuffle this card with any other loyalty card you have and return them face down in front of you. Achso, die muss man eigentlich face down, weil wir die immer auf der Hand halten, die Loyalty Card. Musst du die nach vor dich legen, oder? Vor dich, in front of you. Ja, ja, das ist ja... Ob ich die jetzt auf der Hand halte oder vor mir liegt, das ist Banane. Nee, weil die anderen 2 Karten kommen ja dann dazu und dann gibt's ja wieder Karten, die dich checken können, oder? Ja, aber dann kann er ja was an ausziehen. Dann kann ich sie ja, kann ich die ja wild in meiner Hand mischen und der Spieler zieht einen raus. Das können wir ja. Ja, aber er muss sie, glaube ich, schon nach vorne legen, oder? Ja, das ist, glaube ich, schon wichtig. If this card is revealed as a result of execution. Ah, nee, never mind.
Then reshuffle this card with any other loyalty cards you have. Also in der Hand praktisch. Es ist ja komplett egal. Wir wissen ja, dass er eine hat. Ob es jetzt vor ihm liegt oder in seiner Hand. Normal, ist egal. Normal legt man Man kann ihn jetzt nicht mehr überprüfen, außer oder man wird exekutiert und die Karte hat Buba. Das ist lustig. Ja, das ist in der Tat lustig. Achso, es ist 1 zu 3, dass nochmal einer stirbt, wenn man ihn überprüft. Ja, ja. Ja, genau. Gott. Ja, schon interessant. Dann können wir weitermachen, ne? Dann ist der Admiral. Ich bin das. Und der Admiral wurde von dem Zylon als Mensch geproved. Na, ob ich das glauben möchte. Ja, es gibt ja nur einen Zylon. Gibt's noch? Ich dachte zwei. Ja, der wird euch noch sehr schaden. Das kann es nicht beigeben. Also der muss. Sein Auftrag ist auch lustig. Der muss viel von euch kaputt machen. Ach ja, stimmt, der hat ja einen ganz ewig langen Auftrag gehabt. Also ich würde dem nicht so sehr vertrauen. Ja gut, aber es... Also ich kann euch nur sagen, solange wir safe sind, sind wir safe. Ja, außerdem kann der Zylon auch viel Scheiße lauern, wenn der Tag lang ist. Ich sag nur mir san mir. Okay. Wenn er so oft wie ein Doktor aus der Sickbay gehaut hab und keine Ahnung was das da oben... ja. Denkt's gut. Ja, noch. Nachdem ich dir dann die perfekte Cover verpasst hätte, aber hätte ich da auch nichts gemacht. Wie sieht's denn aus? Soll ich da noch so einen Token ziehen oder holt mich hier noch einer raus? Ja, das überlege ich gerade. Blaue Karten hast du ja keine, gell? Ich habe einmal mit dem Doc getauscht. Die Frage ist, ob ich nur den Hager ermächtigt, dass er eben schon mal zum Evakuieren anfängt, weil bis wir dann echt nicht wieder wissen, dass die Rüben sind. Ich bin mal kurz auf da. Wenn du mich ermächtigst, kann ich dir viele schöne Sachen machen. Kannst du dir aussuchen. Ich kann dir ein großes Geschenk machen, ich kann dir was vielleicht auf dem Schiff reparieren, ich kann Schiffe nach Hause schicken, Kuchen, ich kann ganz viel machen. Kuchen backen, aber ich könnte dir auch einen schönen Kuchen backen. Ich glaube, es wäre. Ich glaube, es Frage. Ist. Sowohl Hacker. Ich habe ja jetzt zwei Aktionen. Ich stehe ja jetzt im Dock und dann habe ich ja jetzt zwei Aktionen, weil ich mich ja nicht move, ne? Ja, was? Nochmal? Also, wenn ich mich nicht bewege, steht ja not move and take two actions. Das heißt, ich habe zwei Actions, ne? Genau, ja. Also was die Frage ist, was ist denn mit so einer Viper Mark hier, so eine Special Viper? Die wären halt auch nice, ne? Wird die gerade auf dich gespielt? Ja, die wurde gerade auf mich gespielt. Ja, so eine Mark 7 ist schon echt nice. Ja, habe ich mir auch gedacht, ne? Ich glaube, das macht. Wir haben heute wirklich schon 5 Zivilschiffe draußen und wir haben fast in jedem Sektor dann irgendwie was. Es wird halt nicht geiler, weil er kann die jetzt jede Runde, glaube ich, aktivieren. Ja, also der Punkt ist, ich kann auf jeden Fall rausfliegen. Es wäre halt mega nice, wenn ihr mir zumindest eine Viper hinterher schickt. Kurze Frage. Sind wir mit dem gesprungen? Mit welchem? Mit dem hier, mit Informing the Public. Warte, lass mich mal die Karte davor sehen. Ich glaube nicht. Wir sind mit Riots gesprungen. Okay, dann muss noch ein Würfel geworfen werden von Fabian und ein Raider platziert werden. Und der Jumpmarker kommt nach vorne, das heißt der Keck, du darfst auch noch ein Civilian Ship. Och, hör auf, und wieder in den Sektor, wo keins ist? Natürlich. Also genau, der Punkt ist, wenn ihr mir noch eine andere Viper rausschleusen könnt, dann kann ich halt mit meiner Kackfähigkeit hier viel mehr regeln, weil ich nämlich die Viper steuern darf und mich selber noch. Also nur das halt. Command reparieren. Ja, das die Frage ist es denn in eurer Möglichkeit, den Command zu reparieren? Deswegen hätte ich die vielleicht auch nicht auf den Piloten gespielt, aber das ist jetzt passiert. Ich kann ja nur von der aktuellen Situation ausgehen. Meine aktuelle Situation ist,
Ich behandle Kranke im Krankenzimmer. Mehr kann ich nicht machen. Ja, momentan hast du ja bei RTL rum. Aber ich sag's mal so, nach mir bist du ja dran. Dann könntest du ja mit einem reparierten Command Bypass rausschmeißen. Ja, das könnte ich natürlich machen. Aber ja, das kann ich machen. Das heißt, es würde ja Sinn machen, wenn ich jetzt das Command repariere. Dann kann ich mich nächsten Zug in der Viper rausschmeißen. Und dann kannst du ab dann auch Vipers rauswerfen. Und dann können wir alle Schiffchen wieder einsammeln. Aus meiner Sicht, aus meiner Sicht ist es sinnvoller, dass du rausfliegst und wir das mit dem Command anders regeln. Ja, aber das ist die Frage. Wie regelt ihr das denn anders? In welcher Zeit? Das ist so die Sache. Weil der Doc muss Karten ziehen für jemanden. Diese Karten muss er demjenigen geben dann. Also das ist bis der jemand repariert, ist die Frage, wie lange dauert das? Und ich kann so immer nur ein Zivilschiff pro Zug nach Hause schicken. Das ist halt auch irgendwie ein bisschen sinnbefreit. Weil ich würde dann meine Züge dafür opfern, jetzt zwei Schiffe wegzuschicken. Also nur eins. Bis dahin komme ich ja nicht mal. Ich schicke ein Schiff nach Hause, dann geht der Pursuit-Tracker hier zwei nach vorne und ich darf wieder zwei Zivilschiffe in den Sektoren platzieren. Aber da habe ich ja nichts mitgewonnen. Ja, du bist im nächsten Zug jetzt dann gleich dran, gell? Ja. Das heißt, anders, ich könnte zwei Schiffe nach Hause schicken und würde dann zwei Schiffe neu platzieren. Ich sag dazu nur, der Fehler ist dazu begangen worden, dass gerade eben der falsche aktiviert wurde. Ja, ihr wisst ja, also ich weiß nicht, wer noch andere Repair-Karten hat. Okay, dann mach mal was. Ja. Ja, okay, dann Crisis. Kannst du den nicht noch aktivieren und eine Viper ausschleusen? Zwei? Ich weiß nicht, das war ja eine Action. Und ich habe mich ja gemoved. Das Return ist ja eine Action. Naja, das war eine Action. President chooses. Ach, ich bin dran. Food. Mhm. Fuel, Food. Minus 1 Moral. Mal durch. Was sagt er denn? Moral, wie sieht's so aus? Ist am niedrigsten. Ist halt die Frage, was ist hinter diesem Marker, weil dann könnte man Moral zur Not eintauschen gegen ein Fool. Achso, wir kriegen Fuel. Moral ist sowieso so low. Ist halt die Frage, ne? Und Population ist ja auch high. Ich würde Fuel und Food abgeben, to be honest. Würde ich tatsächlich auch machen. Fuel und Feud gegen Population, aber Population ist natürlich auch hoch im Moment. Ja, dann machen wir den. Ja, aber der Machen wir das doch, oder? Ja. Fuel und Feud. Gut, mal Sprungmarker ein weiter und dann das nochmal würfeln. Fuel, Feud und ein Population plus. Hast du gesehen? Wir machen das obere. Ben. Ja, habe ich gemacht. Sie dürfen noch würfeln. Ich schon ausgeführt. Würfel. Miss Präsident. Mr. Admiral, Sie dürfen noch würfeln. Ich. Ja, du musst würfeln, ja. 6. Das wird immer schlimmer. Oh. Okay, egal. Und der Kick. So, dann bin ich, ne? Jo. Alter, ich zieh auch immer die gleiche Scheiße bei Tactics. Ich krieg zu viel. So bin ich eigentlich nicht selber aus. Ich denke, ich hätte mich in die Kontrolle stellen sollen. Ja, denke ich auch. Früher war Scout mal gut. Ich meine, ja gut, da findest du leider gar keine Zeit mehr zu, Alter. Es ist ja schon sehr viel, was dazu gehört. Jetzt habe ich auch noch die Kacke, dass ich die Quorms-Karten eigentlich spielen muss.
Ich hab dir ja schon ein paar gegeben. Ja, ja. Alle sind sie nicht nutzlos. Also es sind schon okay dabei. Ne, sind gute Speier. Nice. Okay, und Crisis. Ach, Caprica spielen wir gar nicht, ne? Ne. Ja. Set a trap. Grumplayer. Halt die Sickbay schon wieder. Dauert die Sickbay. dieses neue DLC macht dauert die Sickbay an. Ja, durchgehend. Ach ja, ja, wir können ja jetzt versuchen, den zu parsen, aber wir können auch einfach es sein lassen, ne? Ah ne, warte, oh, da kommt ja auch noch einer von der Boarding Party dazu. Ja, und Armory würde ich ungern besuchen wollen. Ich kann es mir vorstellen. Dann kann jemand anders machen, aber ich mach das nicht. Was ist das, grün und... Ne, blau und lila, ne? Ja, blau und lila. Also ich kann minimal dazu... Grün und lila. Grün und lila. Ich kann minimal dazu beitragen. Und es ist ein neues Deck dabei. Ich kann okay beitragen. Ja, grün. Also ich kann... Warte mal eben. Naja, ich kann ein bisschen was beitragen. Also Fireman kann auch noch nichts beisteuern, also... Ja, den können wir überspringen, weil der kann ja eh nichts sehen. Mittel kann ich beitragen. Unteres Mittel. Ja, dann, Wir machen das versuchen, ne? Ja, ich denke, wir versuchen es. So, wer fängt denn an? Ich fang an. Ich hau Mittel rein. Das war's. Ich bin dran, ne? Jo. Jetzt muss ich nicht mal so tun, als ob es mich was angeht, was da reingelegt wird. Ich lege meinen Beitrag dazu rein. Ich habe Mittel beigetragen. Jetzt muss ich aufpassen mit den Treachery-Karten abwerfen. Oh shit. Noch nicht. Stimmt, er hat noch keine. Was von mir? Was das? Hm. Dann komme ich noch. Ist aber schon passend. Hagar ist Part, also Teil der Chosen 5. Und er hat mich, hat den Zenon an Bord exekutiert. Ja, das ist wunderschön. Das ist aber auch ein Luck für die Menschen, ne? Ja. Ist eigentlich. Tori wurde ja am Ende gekillt, ne? So, ah, schade. Das wäre perfekt, wenn er ein Ding wäre. Galen. War die eigentlich geboxt dann, oder wie war das mit der? Am Ende der Serie. Ich weiß es noch nicht. Was? Mal jemand hier. Jo. Ja, das sieht doch gut aus. 2, 3. Aha. Was macht die da? Achso, ja, definitiv. Ja, okay. 2, 6. Aber es ist schon mal gut, dass eine von den Sabotage weg ist, dann ist das... Oh, ihr seid aber ganz schön knapp dabei heute. Es ist schon mal gut, dass eine von der Sabotage weg ist, dann kann ich beruhigter Treachery abwerfen. Ihr habt euch ganz schön auf das Destiny-Deck verlassen. Also, du kannst ja den Glauben noch ein bisschen verbessern, Nils, wenn du weißt, was ich meine. Wie wär's für ein Glauben? Ja, lies mal deine Kurmskarte, da gibt's eine mit Glauben. Ein Raider, ne? Ja, würfel die Würfel, ne? Jo, dann mach mal. Vielleicht kann die Karte die Moral erheben. Ach die. Und dann kann ich hier auch, den Dingens geht weiter und dann kann ich wieder gleich 2 platzieren. Ja, ganz großes Kino. Hat Schema schon gewürfelt? Jo, ich hab auch schon gestört. Okay, gut, okay. Du kannst aber jetzt wieder machen. Ja, das passt. Du bist ja auch Zylon, so.
Ja. So als damit... so als Toaster. Ja. Also ich wollte die Karte in nächster Runde ausspielen, ich habe drüber nachgedacht. Die mit, Ja, ne, da hätte ich gesagt, das wäre zum Kartenziehen, weil ich dann mehr Karten ziehen kann. Das ist schon ganz gut, dass du jetzt nicht mehr existierst. Neun. Bin doch auf dem Resurrection-Ship, also. So einfach ja, dürfen wir Zelun nicht. Wer hat die gespielt hier, die Kennershow, das war noch der Fabian, ne? Ja, das war der böse Zelun. Also ich würde sie schon gerne aus dem Weg bekommen. Ja, du würdest doch wieder nur markerlos werden. Ja, vor allem er hätte du wolltest doch kommen, du wolltest doch aktivieren. Das hast du gesagt, ich hab nicht gesagt, dass du so will. Aber das du hast gesagt, das kannst du machen. Alter, willst du mich verarschen? Ja, ich hab gesagt, ich kann es machen. Ich kann das machen. Nicht, ich werde. Ja, nein, es weißt du, nur, es war nur eine Option im Raum. Es war ja, nur eine weißt, Option aber weißt du, wie für mich sich das Spiel gerade anfühlt? Alle pimmeln irgendwie auf der Galaktika rum und machen so ihr Ding. Und ich bin der Einzige draußen, der arbeiten muss. Ja, du bist doch der Auserwählte. Das sagt ja immer die Arbeiterklasse. Ja, aber nein, aber so fühlt sich das gerade an. Und ich habe da so lange keinen Bock mehr drauf. Ich habe dreimal angeboten, dass er auch mich aktivieren könnte, aber das wollte keiner machen. Nun hängen wir nämlich schon wieder in derselben Situation. Ja, dann tue ich halt zwei Viper launchen. Beide in Sektor 2. Und das wunderbar. War's. Ja, das ist ja wieder im Grün. Okay. Suchen wir die gleichen Skillchecks hier. Gelb und Grün ist aber auch am meisten vertreten. Also ich kann da, ich sehe mich da gar nicht bei dem Skillcheck. Ja, das. Ja. Abwerfen ist okay für mich. Die Frage ist, ob wir die Moral einbüßen wollen. Ja, hilft ja nichts. Ja, okay. Also ich glaube, das wird sie einfach nicht ausgehen. Ja, ich bin minimal dabei, also... Die Frage ist, ob er... Ja, na, das... Also, ich kann nichts mehr. Ich auch nicht. Seit unser zweiter Typ ich mit... Auch nicht. Seit unser zweiter Typ mit Gelb und Grün raus ist, ist das auch ein bisschen schwer für mich alleine. Also, ich habe extrem hohe Karten gezogen die ganze Zeit. Ich musste mich echt in den Skillchecks zurückhalten. Ja, du hast aber mal richtig gut reingetan, ja. Das war... Hätte ich nicht gedacht. Ich habe dich für einen guten gehalten. Ja, ich habe glaube ich so gespielt, dass also mit den Skillchecks habe ich immer versucht, mich möglichst gut darzustellen und zu profilieren und so. Ich glaube, das hat gut geklappt, bis ich dann tot war. Ich hätte auch nicht gedacht, dass du ein Zylon bist bis jetzt. Was? Nix dran, Nils? Ja, wenn ich der Einzige bin, dann ja. Aber ich kann natürlich was reinlegen, aber es ist ganz wenig. Ja, nur so, wir machen jetzt die Runde. Also ich leg da auch nichts rein. Ja, dann. Lass das Schicksal entscheiden da. Ben, du auch nicht? Ne. Marga auch nicht? Ne. Okay. Negativ. Minus 1. Ja, ich hab den Schiff vorgeschoben, den Jumper. Wird wieder gewürfelt und dann kommen die Schiffchen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Bei der 1 kommt ein Heavy Raider. Und das die spawnen jetzt auch. Ah, danke. Ja. Könnt ihr schon mal umbauen. Moral wird auch gemacht nachher. Ja. Und da ist das Gameboard wieder voll. Yay. Ja, die beiden hier oben werde ich kaum noch retten können. Und dann ist auch Alan dran. Du kannst mich nicht zufällig aktivieren. Shit, ich darf ja nur eine Karte ziehen. Ich in der Ach, du darfst auch zu. Moment, bevor du ziehst, darfst du erstmal die Ding Token aufheben. Ist vor der Skillphase, falls du dann getötet werden solltest. Ja, leg die doch umgedreht hin dann. Oh. Naja.